Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Patrick Pops, Diplom-Psychologe und so weiter und so fort. Und diesmal Videoblog. Heute haben wir das beliebte Thema, soll ich mich trennen? Diesmal ist es gar nicht jetzt so toxisch, aber muss ja nicht nur mit jemandem zusammenbleiben, weil es nicht toxisch ist. Ich sage ja immer, die ersten, sag ich mal, auch über die 200-Tage-Grenze, also die ersten 8 bis 12 Monate, sollte es eigentlich einfach keine Probleme geben. Wenn es Frühprobleme gibt, nicht gut. Ansonsten, lang lebe die Liebe, ist das Hörbuch ist endlich draußen. Das wollte ich noch kurz sagen. Es gibt's im Moment auf meiner Webseite, einfach mal runterscrollen. Und ich habe auch wieder so eine Aktion, dass ich das diesmal zum Datingkurs mit dazu packe. Der ist auch noch reduziert auf 49 Euro von 79. Hörbuch gibt's mit dazu umsonst. In diesem Bundle allerdings nur 50 Mal. Da müsst ihr dann schnell sein. Genau, ansonsten schauen wir mal rein. Du kannst übrigens auch solche Nachrichten schicken über ein Formular auf liebeschip.de. Und dies ist eine Nachricht von Anna Tefkola und sie schreibt, hallo Christian, ich bin Mitte 40, bin gerade etwas gefrustet, ratlos, bin seit 2 Jahren in einer Beziehung, meist läuft es ganz gut, nun kommen aber ein paar, also immerhin schon mal 2 Jahre, ja, nun kommen aber ein paar negative Punkte. Zu Beginn hat er sehr viel von seiner Ex gesprochen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer wieder machen, ey, was denken die, man muss sich halt immer mal überlegen, was ist attraktiv, ne? Ich möchte auch jemanden von mir beeindrucken, so. Was ist attraktiv? Ist das irgendwie attraktiv, von der Ex zu reden? Nee, also warum ist es attraktiv, vom Atomkrieg zu reden? Nee, warum macht man das, ne? Also es, ich verstehe es einfach nicht, ne? Aber gut, teilweise waren das Begebnisse oder Erlebnisse, das fand ich noch nicht so wild, aber dann beim Date im Restaurant ein Song lief, freute er sich und meinte, das wäre der Song von ihm und seiner Ex gewesen. Ja, scheinbar hat sie sich getrennt. ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Ich habe das angesprochen und meinte, wenn er noch nicht drüber weg ist, dann sollen wir uns besser nicht mehr treffen. Er versicherte, dass das nur so eine Gewohnheit von ihm wäre, weil das die einzig relevante Beziehung auch bisher in seinem Leben war. Ja, glaube ich. Ist ja ist auch nicht direkt... Ist doof. Aber ja... er ist Mitte 50, seit über 10 Jahren von ihr getrennt. Wow. Und dann, also okay, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Also ganz frisches, aber naja gut. Keine Kinder, ich habe es dabei belassen und mit ein paar Ausrutschern war das auch kein Thema mehr. Okay, nun ist es inzwischen so, dass in einer ansonsten ganz angenehmen Beziehung es im Bett nicht läuft. Alle 3 Monate schon mal viel. Außerdem krittelt er häufiger spaßig in Anführungsstrichen einmal rum. Er nimmt mich schon in den Arm, sogar sehr häufig, aber nicht romantisch. Ja, ich würde mal sagen, er ist einfach nicht mehr so verliebt. ja, ist wie es ist, ne? Die Kritik geht mal in alle Richtungen. Eher in Form von Späßen, ja, so Späße, so lustige Späße und das sage ich auch immer wieder, Ironie, Sarkasmus in einer Beziehung nichts zu suchen, ne? Das könnt ihr woanders ausleben, ne? Kürzlich hat er sich über meine mangelnde Initiative im Bett beschwert und das, wo ich das letzte Mal aktiv wurde. Also, ich glaube, ich lese den Satz mal auch danach, ja, dann, wie gesagt, dann soll er doch aktiv werden, ne? Also, was nicht sehr der Mann oder was. Sieht er nicht so und dann meinte er, dass er wartet und wenn von mir nichts kommt, kommt von ihm auch nichts. Also klingt für mich so ein bisschen nach so einer Schuldumkehr, dass er vielleicht irgendwie keinen Bock mehr hat und dann schiebt das auf dich. Ja, du willst ja nicht. Und aber was man hier sieht, ist, weiß nicht, redet hier, könnt ihr über sowas reden? Das ist ja kein wirklich substanzielles Gespräch hier vorkommen. Natürlich kann man Beziehungen auch, wie ich das nenne, so antoxen, spannender machen, ist ja auch ein großes Thema. Aber dazu ist natürlich erstmal ein Gespräch notwendig und ein Bemühen auf beiden Seiten. Hier ist ja nur so, ich fühle es einfach nicht mehr so richtig, aber jetzt bist du ja nun mal da und wenn nichts läuft, ist deine Schuld. Also alle 3 Monate, ich sag ja mal so, 6 Monate ist so die Schallgrenze, aber das auch nur, wenn irgendwas Besonderes gerade ist. Also so alle 3 Monate. Weiß nicht, hätte ich... Weiß nicht, finde ich nicht so prickeln, ne? Aber gut, das musst du wissen, ne?
Ich finde das ziemlich kindisch, ja, absolut. Und bin mir ziemlich sicher, das ist kein Erwachsenengespräch, ne? Und bin mir ziemlich sicher, dass sein Mann, der will, das auch zeigen würde. Wo sind wir jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren, ne? Gut, wie gesagt, 2 Jahre drin, natürlich, also abnehmende Sexualität ist natürlich immer so ein Thema in Langzeitbeziehungen, außer, das ist ja auch ein bisschen der Punkt, sie sind so überaktiviert und es ist immer Drama-Rama, dann hat man aber das Problem, dafür ist der Batchball häufig ganz gut, auch über längere Zeit. Das ist ja das ganze Thema mit über- und unteraktivierten Beziehungen. Aber wie gesagt, man kann dran arbeiten, aber da muss überhaupt erstmal gemeinsame Basis da sein, an der, wo man dran arbeiten kann, so, ne? Das, und das einfach zu sagen, du bist schuld, das ist natürlich keine Basis, ne? Ich habe ihn auch nie von der Bettkante gestoßen oder ähnliches, dass man das von ihm verstehen könnte. Nee, das ist einfach seine eigene Unlust jetzt auf dich geschoben, ne? Ja. Ich muss auch sagen, dass der Bettsport mit ihm nie was Besonderes war, verglichen mit Toxi-Toxi-Bettsport mit meinem Ex war da nichts los. Ja gut, dass das ruhiger ist, wenn es nicht so Drama-Rama ist, wissen wir natürlich, ja. Aber gut, meine, ihr seid noch keine 90, natürlich will man so ein bisschen Action haben, ne? Habe ich natürlich nicht angesprochen und mir auch nicht anmerken lassen. Meine Sorge nun, er hat doch noch Gefühle für seine Ex. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach, können wir gleich mal noch zu kommen. Und vergleicht vielleicht sogar, ja, der hat ja, offensichtlich hat er ja keine Probleme, irgendwie doofe Sachen anzusprechen, dann wird das, glaube ich, auch sagen. Eine Affäre wäre vielleicht das Naheliegendste, schließe ich aber aus. Ist auch nicht mein Gefühl ist das auch nicht, ne? Oder bin ich dazu blauäugig? Ja, also gut, ich habe keine Glaskugel, aber sag mal, hat jetzt nicht so diese typische Anmutung von, da ist noch was im Hintergrund. Er erwähnte nochmal, er hätte viel Stress. Das passt aber nicht zu der Aussage, wenn du nicht kommst. Was meinst du, wie ist deine Einschätzung? Hat schon ein bisschen Angst, wieder an einen Toxen geraten zu sein. Naja, es gibt ja auch, also es gibt zu dramatisch, aber es gibt auch zu langweilig, ne? Definitiv, ne? Diese Witze auf meine Kosten, bin ich zu naiv, wäre toll, wenn du ein kleines Video machen könntest. Ja, also letzten Endes ist natürlich jetzt eine relativ kurze List und natürlich ist keine Beziehung jetzt so perfekt. Also für mich ist die Frage, habt ihr wirklich eine ehrliche, nicht kindische Basis, auf der ihr Sachen bereden könnt und ist dann ein beiderseitiges Commitment da, an einer Beziehung zu arbeiten, ne? Das wäre jetzt hier so die Frage. Also natürlich kann eine Beziehung nach 2 Jahren bisschen der Drive rausgehen, kann passieren. Aber ja, dann, wie gesagt, man kann eine Beziehung spannender gestalten, mehr Action reinbringen, und die Beziehung geringen, ne? Und dann wird sie auch batchboardmäßig wieder interessanter, so, ne? Oder wie gesagt, einfach mal Sachen ausprobieren, spannendere Dates machen, sich mal weniger sehen, weniger schreiben. Aber wie gesagt, das ist, muss ein gemeinsames Interesse da sein, daran zu arbeiten, ne? Und das sehe ich ja halt nicht, ne? Kann ich jetzt natürlich zu einer kurzen Mail schwer zu einzuschätzen, aber das musst du dich mal fragen, ist hier wirklich, haben wir wirklich eine echte Gesprächsgrundlage, weil ohne die ist das schwierig in Langzeitbeziehungen, so, ne? Und da kannst du jetzt sagen, ja, es ist vielleicht jetzt nicht, ich meine, natürlich haben wir schon so ein bisschen hier Schuldumkehr und so, ne? Und diese Späße, ja, das ist auch, ich meine, aber wenn das jetzt so mehr viel wäre, dann haben wir das Schlechteste von beiden Welten, da hast du nicht den toxischen Matchsport und trotzdem noch Kritik und Langeweile. Also da muss ich schon fragen, und das Standard zum Dealbreaker gilt ja auch bei zu ruhigen Beziehungen, da muss ich schon fragen, ist da jetzt wirklich genug Drive drin, dass mir das Spaß macht irgendwie, ne? Und wie gesagt, man muss da nicht gleich wegrennen, aber der nächste Schritt wäre dann halt das Gespräch suchen. Wie gesagt, da sind ja auch viele Tools drin hier, aber Basis wäre wirklich, und die sehe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so, eine ehrliche, also nicht einfach du, also ich meine, es ist so Schwachsinn, dass einer immer für Indoor Olympics zuständig sein soll, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also das ist schon eine unheimlich lame Aussage, wirklich. Aber, also das reicht dann nicht, da muss er auch sagen, ja stimmt, ich fühle es gerade auch nicht so, was ist denn da los, was machen wir da? Und ja, das einfach so zu Tode laufen zu lassen und immer nur zu sagen, der andere ist schuld, das wäre destruktiv, kindisch. Nur weil es jetzt nicht direkt hypertoxisch ist,
heißt es nicht, dass auf die Dauer das Richtige ist. Ne? Ich meine, war ist jetzt vielleicht okay gelaufen, aber ich würde dir definitiv das Gespräch suchen und wenn das so bleibt und er immer so, ja, du bist schuld und das auch bei dieser Häufigkeit bleibt, wo man jetzt schon die Uhr nachstellen kann, dass das dann noch ein Jahr wahrscheinlich, weiß ich nicht, einmal pro Jahr ist und du willst ja auch keine Zeit verschwenden, dann kann man auch mal ein Ultimatum setzen, kann sagen, so, okay, wenn das bis dann und dann hier nicht besser läuft, dann bin ich hier weg. Um da mal ein bisschen Feuer reinzubringen. Also so richtig prickelnd ist es nicht, ne? Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und kommt doch auf die Liebeschip-Party in München. Findet ihr auch auf der Veranstaltung auf meiner Webseite 14.06. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.